willkommen zu einer neuen Gear Review bei Hardguitar. Und heute was ganz Besonderes, ein Korg STD 3000 aus den 80ern. Mittlerweile gibt es das als Replika-Software bei verschiedenen Anbietern. Es gab auch mal eine Pedalversion davon, aber es ist nach wie vor bei ganz vielen Leuten im Einsatz im Rack, zum Beispiel The Edge von U2. Ich glaube, Malmsteen spielt die 8000er-Variante davon. Und ich will es euch ein bisschen näher bringen heute. Gehen wir kurz über die Oberfläche drüber. Wir haben einen Input, den haben wir aber auch hinten. Hier vorne ein Attenuator, wo man nochmal die Eingangsimpedanz anpassen kann. Den Regler dazu, die Headroom-Anzeige, dass man sieht, wann es ins Klippen kommt. Hier vorne kann man verschiedene Programme abrufen oder direkt die Delay-Zeit einstellen. Dann kommen wir schon direkt zum Delay selbst, und zwar hier ist der Feedback-Regler, der regelt die Wiederholungen. Dann können wir hier ein bisschen drauf einwirken, wie sich die Delay-Fahne, nenne ich sie jetzt mal, von der Frequenz her anpasst. Ganz interessant, also ich kann das relativ dumpf machen oder relativ hell machen, so wie es mir gefällt. Da habe ich hier jeweils drei Stufen. Dann hier drüben ein Modulationsteil, das zeige ich euch dann später nochmal, da spiele ich ein bisschen dran rum. Und damit kann ich das Delay ein bisschen in den Chorus umwandeln. Ja, es kommt dann sehr schnell ins Eiern, ist mit bisschen mit Gefühl zu bedienen, aber wenn man es den richtigen Punkt erwischt hat, dann klingt es wirklich toll. Und last but not least, Level Balance. Im Moment, ich gehe jetzt Stereo raus, ich spiele über den TubeMaster, dann ist das hier die Sache, wo man die Balance zwischen dem trockenen Gitarrensignal und dem Wet Delay-Signal einstellen kann. Ansonsten habe ich noch einen Bypass-Regler. Inf kann ich euch ganz im Ernst jetzt gerade gar nicht sagen, was es heißt, weiß ich nicht. Habe ich nicht nachgelesen. Okay, und am Ende nochmal den Output-Attenuator. An die Output habt ihr nochmal hinten. Man hat die Möglichkeit, Mono, Stereo rauszugehen und auch ein Direct-Signal kann man machen. Das ist dann so für die Wet-Dry-Wet-Geschichte, die 80er-Jahre-Gitarristen ganz gerne hatten. In der Mitte war das trockene Signal und rechts und links war das Delay-Signal. Dann hat man hier den Balance-Regler auf 100% gelegt und hatte rechts und links das Delay mit vielleicht ein bisschen Chorus-Effekt drauf. Und in der Mitte war der trockene Marshall, Soldano, whatever. Okay, wir machen es uns jetzt mal ganz einfach. Ich spiele einfach mal ein paar Sachen an und drehe ein bisschen an dem Gerät und wünsche euch viel Spaß damit. Ciao.